Bereits seit längerem steht das Gebäude im Bereich des Kreisverkehrs Mariazeller Straße-Frachtenstraße leer. Die gesamte Liegenschaft hat eine Fläche von 2500 Quadratmetern. Demnächst werden die Abbrucharbeiten beginnen, um neue Projekte auf diesem Standort zu ermöglichen. Es ist ein doch gewaltiger städtebaulicher Schub. Ich spreche immer von der ehemaligen Molkerei. Das war nämlich wirklich der ursprüngliche Zweck dieses Gebäudes. Schon lange, viele Jahre nicht mehr in diesem Betrieb, waren dann Büroräumlichkeiten zum Schluss für die Gemeinde Gans und für das Geschäft Lumark und verschiedene andere Dinge, steht seit einiger Zeit leer und ist natürlich ein sehr prominenter Platz direkt am Kreisverkehr zur Mariazeller Straße gegenüber der Volksschule, ganz nahe zum Hauptplatz für eine städtische Nutzung. Die Sparkasse hat diese Liegenschaft erworben und wird gemeinsam mit der Brucker Wohnbau einerseits ihr Hauptanstalt, ihre Zentrale für die Sparkasse hier errichten und im Anschluss 10 Wohnungen zentrumsnah gelegen, barrierefrei ausgestaltet. Wie werden die Zu- und Abfahrten geregelt? Es hat einige Zeit natürlich in Anspruch genommen, um hier die beste Lösung zu finden. Man muss mit der Bundesstraßenverwaltung, Landesstraßenverwaltung ein Übereinkommen finden. Zu viele Einfahrten sind unklar für die Fußgänger und Autofahrer. Daher nutzt man jetzt die Zufahrt zum Pfarrsaal, gemeinsam auch für die Sparkasse. Die bestehenden Parkplätze der Pfarre werden verlegt auf das Grundstück der Sparkasse. Und es wird eine, glaube ich, sehr gut erkennbare und sichere Lösung sein, sodass man in beiden Fahrtrichtungen zu- und abfahren kann und eben die Fläche als Stellplatz oder als städtischen Vorplatz nutzen kann. Durch die Situierung des neuen Objektes kommt es auch zu einer Änderung der bisher bestehenden Parkplätze. Das gesamte Bauvorhaben wurde vom Mürzzuschlager Ziviltechnikerbüro Peiduch Architektur geplant. Im Februar soll es mit den Arbeiten losgehen. Zunächst werden wahrscheinlich innere Arbeiten sein, dann wird man schon recht rasch sehen, dass das Gebäude Zug um Zug verschwindet. Ungefähr ein Monat wird das in Anspruch nehmen. Dann wird abhängig von den Ausschreibungsergebnissen und Beauftragungen relativ bald mit den Bauarbeiten begonnen für die Sparkasse, für den Wohnbau. Bauzeit ist ein gutes Jahr, wie man so schön sagt. Also im Jahr 2021 werden wir vielleicht im Sommer hier eine Übergabe und eine Eröffnung feiern können. Durch die künftige Hauptanstalt der Sparkasse Mürzzuschlag und die neuen Wohnungen der Brucker Wohnbaugenossenschaft wird in zentraler Lage eine attraktive Lösung für das Stadtbild geschaffen.